Griechenland und China stehen gleich zu Beginn der Woche im Fokus und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick in der neuen Woche. Griechenland deshalb, weil Jean-Claude Juncker offenkundig bereit ist, die Troika abzuschaffen. Das ja die Forderung Griechenlands. Hier hat man ja seitens der neuen Syriza-Regierung gesagt, wir wollen mit der Troika nichts mehr zu tun haben. Die EU kommt der griechischen Regierung also in Gestalt von Jean-Claude Juncker entgegen. Das ist eine positive Nachricht. Eine nicht so positive Nachricht ist, dass in China der HSBC-Einkaufsmanager-Index zum vierten Mal in Folge gefallen ist, jetzt auf 49,7 und damit unter die wichtige 50er-Marke. Das bedeutet Kontraktion. Schauen wir uns mal das Resultat in Asien an. Wir sehen den Nikkei 0,72% im Minus, Hang Seng knappes halbes Prozent, schärfer erwischt Shanghai mit gut 1,5% im Minus und Australien 0,63%. Hier freut man sich über den Rebound, unter anderem beim Rohöl, den wir gesehen haben am Freitag. Was haben wir heute an Daten auf der Agenda? Eine ganze Menge. Das startet mit dem Einkaufsmanager-Index verarbeitendes Gewerbe aus Deutschland, 5.10 Uhr, um 10 Uhr. Das Ganze dann aus der Eurozone, 14.30 Uhr aus den USA, die Verbraucherpreise und 16 Uhr Bauausgaben und der ISM-Herstellungsindex. Also heute ist der Tag der Einkaufsmanager aus dem verarbeitenden Gewerbe. Der ISM wird zu beachten sein. Aber sicher auch die Verbraucherpreise, das wird für die Fed wichtig werden. All das finden Sie natürlich wie immer wo bei www.finanzmarktwelt.de. Jetzt wollen wir mal reingucken in die Charts, sehen, wie die Lage sich hier darstellt, startend mit dem DAX. Und wir sehen hier, der Index ist um und bei auf X-DAX-Basis bei 10.661 Punkten aus dem Handel gegangen. Was uns nicht gefällt, sind diese Spitzen hier, diese drei Spitzen. Solange der DAX hier nicht drüber ist, also nachhaltig über die 10.750er Marke kommt, da wird es schwierig, bleibt es ungemütlich. Mein Kollege Michael Borgmann hat in einem Video darauf hingewiesen, dass die charttechnische Situation beim Dow Jones alles andere als rosig ist und damit gleich mal hier den Dow Jones angeschaut. Wir sehen hier diesen Abwärtstrend und kann davon ausgehen, dass wir eine ganz ähnliche Indikatorenkonstellation haben wie 2007. Das begann ja schon im Januar, als die Indizes gleich schwächten, ganz ähnliches Chartbild wie in 2007. Jetzt haben wir den Januar hinter uns, haben einen negativen Monat absolviert. Das ist also im Hinterkopf zu behalten, auch wenn heute vielleicht nicht der große Abverkauf kommt, aber das dürfte die prägende Richtung sein. Wir stehen vor einem schwierigen Jahr 2015. Wir sehen hier den Dow Jones, pardon, auf Future-Basis auch und sehen, wir sind ein paar Pünktchen erholt, nachdem es am Freitag ja doch relativ stark nach unten ging. Für den DAX bedeutet das, dass wir vielleicht ein paar Pünktchen steigen können oder mehr oder weniger unverändert hier in den Handel werden starten können bei 10.660, 10.665 nach gegenwärtigem Stand. Schauen wir uns nochmal einen Vergleich an. DAX, Dow Jones. DAX sieht viel besser aus als der Dow Jones. Es gibt heute die Meldung, dass Obama eine Besteuerung durchsetzen will, eine einmalige Besteuerung von 14% für alle Unternehmen, die im Ausland starke Geld verdient haben, wie Google zum Beispiel. Das könnte ein Belastungsfaktor werden. Noch ist diese Meldung nicht wirklich verifiziert, noch nicht völlig klar. Schauen wir uns mal den Euro-Dollar an. 1,1308, hier stark zu beachten, immer die Euro-Franken-Entwicklung, denn die Schweizer Nationalbank ist derzeit ein wichtiger Player im Euro. Was macht das Öl? Ist wieder runterkonsolidiert nach diesem massiven Anstieg, den wir gesehen haben hier. Von 45 kommend auf über 48, jetzt sind wir bei 46, 86, aber wir erwarten, dass da nochmal ein Move nach oben kommt, dass hier nochmal etwas nach oben gehen könnte. Und abschließend das Gold 1280 stabil nach dem Abverkauf wieder auf stabilem Niveau. Ich wünsche erstmal das Allerbeste, machen Sie das Beste draus. Bis dann und ciao.